den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Schicksalsklinge HD. Ich bin euer Trojan, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Video, da können wir direkt mal schauen, Moment, hatten wir eine kleine Quest gehabt. Die süße Erika, total geil, wir haben es sogar im Questboot, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Es gibt eine Dame namens Erika Ansgar dort hier in Willenheim, die regelmäßig außerehelichen Besuch von einem reichen Torwaller-Geschäftsmann erhält. Wir haben einen belastenden Brief gefunden, den wir für eine Erpressung nutzen könnten. Die Erpressung war erfolgreich. Ob wir dadurch irgendwas... Schade, sehen wir nicht mehr. Weiß ich nicht. Ob wir dadurch irgendwie... was negative Göttgefälligkeit bekommen haben, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir 30 Dukaten bekommen. Ziemlich cooles Ding. Und auch für die Atmosphäre. Und dass da so eine kleine Mini-Quest hier in Willenheim war. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Super cool. Waren verkaufen. Wir haben ein paar Sachen. Nämlich dieses Lederhemd. Diese Lederhose. Und diese Decke. Und das war's, glaube ich. Wir hatten noch einen Kurzbogen irgendwo. Kurzbogen. Ja. Achso, und ich mache keine Doppelklicks, ich trottel. 2 Silbertaler, na immerhin. Etwas weniger, na gut, hier hast du. Ah. Fies. Immer wieder Geschäfte mit dir zu machen. Okay. Was hast du zu verkaufen? Du willst 3 Silberstücke. Das ist günstig, das werden wir nehmen. Und zwar 6 Proviant. 1 Dukat. Können wir nochmal was heilen? Falschen? Ach Mist, du bist fies. 1. Ups, jetzt habe ich 3 ihm gegeben. So, jetzt sollte jeder wieder... Oh nee, du hast 4, weil wir ein paar auf der Reise gefunden haben. Das macht aber nichts. Die Waffe reparieren lassen? Nö. Aventurischer Bote. Das Gold können wir verkaufen. Brauchen wir diesen Dolch nochmal? Falls wir ihn Torwald finden und den Ehemann oder so finden. Weiß ich nicht. Wir behalten mal. Das ist ein Gegenstand, den wir auf jeden Fall nicht in den Packesel tun dürfen. Dann... Waren verkaufen. Und... Ah, das ist nicht viel. 8 Teller, aber immerhin. 3 Dukaten. Das ist schön. So, 50%. 15. Ach komm. Fieser Sack. Na gut. Ein paar Dukaten mehr. Wir sind gewappnet und weiter zu reisen Richtung Felsten. Wollen wir das? Wollen wir das? Wir haben 39 Dukaten. Der Markt hat auch noch nicht auf. Ich glaube, ich würde auch nichts kaufen. Mal kurz auf die Map schauen. Da kam auch nichts mehr, ne? Können wir mal schauen. Wir haben dem die Zeitung gestohlen. Vielleicht kommt da ja auch nochmal was, genau wie hier. Willst deine Ruhe haben? Okay, ich bin falsch eingebogen. Das Haus ist es. Wir kaufen nichts. Und man kann hier auch nichts machen. Na gut. Das ist der schnellste Ausgang. Da. Halt! Wichtig. Du nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig noch ist. Im Originalspiel war es halt so, aber... Weil es ist, glaube ich, auch nicht mehr wichtig beim...
bei Sternschweif HD. Ich weiß nicht, ob es das hier aber auch der Fall ist. Warte, wir haben hier Budon. Rukian ist klar, aber was haben wir denn bei Budon? Moment. Nochmal nach Wilhelm rein, bitte. Ah, der Clan Bärhag. Jetzt wissen wir auch, wohin wir müssen. Ich muss es mir... Kann es mir hier wegstreichen? Obwohl... Hier steht ja noch eine Information, die ich mir mit aufgeschrieben habe, dass sie sehr wahrscheinlich Dämonen anbetet. Laut Gerüchten. Müssen wir mal schauen. Hermalia Ugdadottir oder so. Hm. Okay, da gäbe es eine weitere Quest. Aber ich glaube, wir müssen erstmal nach Felsen. Die läuft uns ja nicht weg, die Quest. Die läuft uns nicht weg. Wir sind fast da. Auf nach Oberorken. Immer noch krank. Herausforderung nahe Budon. Als ihr euch dem Willenheimer Flussufer nähert, bemerkt ihr mehrere Flüsse und große Boote, die auf ihre nächste Reise auf dem Podium warten. Musselbepackte Torwaller laden Kisten auf, die Boote, um die Waren später in den Städten entlang des Podiums mit Gewinn zu verkaufen. Während ein paar junge Deckarbeiter ihre hart erarbeiteten Münzen beim Glücksspiel gegen die älteren Besatzungsmitglieder riskieren. Im Vorbeigehen wird Feyaria zuerst von einem der Torwaller angerempelt und dann mit einem durchdringenden Blick gemustert. Ihr seht nicht aus, als wäret ihr ein Flößer oder ein Passagier. Wenn ihr nichts zu schaffen habt, geht mir gefälligst aus dem Weg, fährt euch der Torwaller in scharfem Ton an. Dann spuckt er geräuschvoll auf den Boden und schickt sich an, die nächste Kiste zu holen. Ihr erwidert, sollen wir uns schwer mit Wundfieber geschlagen mit einer Horde von Torwallern anlegen? Wir wollen nur ein paar Flößer beim Kartenspielen ausnehmen und dann diese Kloake so schnell wie möglich verlassen, ist auch nicht nett. Wohin geht's denn? Ja genau, können wir hier was verkürzen? Der Torwaller grinst Feyaria durchtrieben an und meint dann herzlich, nun wohl, doch ein Passagier. Wir fahren nach Torwall und können euch mitnehmen. Die Fahrt geht aufs Haus, wegen dem Rempler vorher, meine Freunde. Nett bleiben ist nicht schlecht. Das Problem ist, ich will nicht bis nach Torwall. Nein, danke. Der Anführer fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am anderen Ufer des Jaldorval will euer Kamerad einen interessanten Kräutersuchplatz ausgemacht haben. Außer ihm sieht jedoch niemand etwas. Wollt ihr... Ja, wenn Feyaria das sagt, schön hier mit diesem Bild, das Problem ist, wir müssen da wohl rüber, ne, und schwimmen. Hatte ich bei allen gemacht zwar, aber so hoch ist der Wert auch nicht. Ja, der Sache auf den Grund gehen natürlich. Dazu müsst ihr allerdings den Fluss durchschwimmen. Wollt ihr mit Sack und Pack schwimmen, vorher ein kleines Floß für eure Ausrüstung bauen? Ja, lieber ein kleines Floß bauen. Ein Solidrit Brücke aus Licht sprechen. Haha, da ist aber zu schlecht drin, ne? Schön Regenbogenbrücke basteln. Ich glaube, da ist sie zu schlecht drin. Floß für die Ausrüstung bauen. Erreicht sicher das andere Ufer. Chojin kann sich nur mit Mühe und Not über Wasser halten und gelangt prusten und spucken und mehr tot als lebendig ans andere Ufer. Das Problem ist, beim Original war es so gewesen, besonders wenn man hier um den Sumpf wegen um den See ist, dass man dadurch auch Gegenstände verlieren kann, wenn man nicht gut schwimmen kann. Darum muss man das unbedingt bei allen steigern. Odin erreicht sich das andere Ufer, Brendel auch. Ronda spuckt Wasser, kommt aber an. Die verlieren voll viel Lebensenergie dadurch. Nachdem ihr alle glücklich und mehr oder weniger zufrieden das gegenüberliegende Flussufer erreicht habt, könnt ihr erkennen, dass sich hier in der Tat ein guter Platz zur Kräutersuche befindet. Na, das hat sich doch bestimmt gelohnt. Okay, wir werden definitiv Kräuter suchen. Das Problem ist, wir haben hier zwei Ohnmächtige und das ist ziemlich scheiße. Also... Hoffentlich geht das gut. Leben gerettet. Dankeschön. Du hast noch Lebensenergie. Du bist nur bewusstlos. Dir müssen wir nicht das Leben retten.
Aber wir machen es trotzdem. Ja, ein paar Pünktlein dazu. Das liegt auch daran, du hattest noch eine Einbeere, glaube ich. So, wehe, das klappt jetzt nicht gut. Kräutersuche. 5 Stunden. 5 Danelen, eine Alraune und ein eitriger Krötenschimmel. Ho, geile Möhre. So. Zu meiner Kräuter... Ach nee, du bist die Kräuterkundige. Ist schon richtig. Witze. Den Dolch brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir diesen Dolch haben. Wir haben Erikas Dolch. Schnell verstauen. Alle Kräuter in den Kräuterbeutel getan. Sehr schön. Und wenn wir den öffnen, sehen wir, diese Kräuter haben wir drin. Und Beutel schließen. Der ist sehr praktisch. Ich finde es auch schön mit der Mod, dass man magische Gegenstände mit diesem goldenen Rahmen hat. Kannst du mal die kombinieren? Dankeschön. Wir tun mal 50 da rein. Und die anderen 40, obwohl 7 Bewegungspunkte reicht aus, die hätten wir sonst mal dem Packesel geben können. Schließlich habe ich ihn dafür, ne? Den hat Nahema, da sie ganz hinten hinterher trottet. Und wir packen. Ah! Ist außer Gefecht, geht nicht. Ja, das ist natürlich kein Problem, dann machen wir das so. Der muss nicht sie unbedingt packen. Also wie gesagt, Gegenstände können verloren gehen. Der trampelt hinter uns her. Man kennt das aus vielen Rollenspielen oder Filmen, dass man irgendwie ein Maultier hinterher hat, das dann am Scheppern und am Klappern ist und was weiß ich. Und da fallen ruhig mal Sachen runter. Dementsprechend könnten die hier weg sein. Was nicht so schön wäre, aber sei es drum. Dann ist das halt so. Ein ganz normales Messer. Ich glaube, wir geben dir mal das Messer von der Erika. Und das können wir verscherbeln. Dolch. So. Dann würde ich sagen, einmal schlafen. Wir dürfen keinen Kampf haben. Das tut sich... Das wäre jetzt ganz schlimm. Nein, ich habe Lied der Lieder gemacht. Bin ich denn doof? Ich wollte das Friedenslied. Okay. Das hat uns natürlich jetzt Astralenergie gekostet. Wache müsste ja noch gleich bleiben. Anders einteilen? Nein. Schlafen. Und zwar 7 Stunden. Das sollte ja wohl ausreichen. Das Floß benutzen, was wir haben. Ach komm, ey, die kommen alle halb tot an. Halt, halt, stopp, stopp. Oh Gott. Das kann doch nicht sein, wenn einer halb tot ist, wieso geht ihr dann weiter? Balsam, Balsam Salabunde. Hat geklappt, oder was? What the heck? Balsam, Balsam Salabunde. Ist jetzt nicht wahr, oder? Ich hält's nicht. Balsam Salabunde. -8. Ach du Schande. Balsam Salabunde. -8. So, jetzt musst du dich sputen. So, Meister. Was bist denn du für ein Meister? Boah.
Das ist fies. Aber das ist so fies, dass ich schon wieder neu laden würde, weil es ist ja Schwachsinn. Wenn die da über den Fluss drüber geht und ohnmächtig wird und am Krepieren ist, mache ich doch einen Stopp. Dann reißen die da stundenlang weiter und sie verblutet und geht in die minus 30 oder was weiß ich. Also das frustriert mich, dass das dadurch jetzt passiert ist und hätte keine Truppe würde dann weitergehen. Balsam Salabun. Fuck you. Wo war der letzte Speicherstand? Irgendwo in Villenheim. Nein. Nein. Weit weg in Villenheim. Boah. Fieses Ding. Nix verkauft und dergleichen. Puh. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier ein kürzeres Video draus. Und wir rasen einfach nochmal nach oben. Zugsfertig. Aufs Zimmer gehen. Gerne nochmal ein bisschen Heilung. Kann bei keinem schaden. Ja, das lohnt sich auch kaum, das Schlafen gehen, weil die sich nicht regenerieren. Aber Brendel ist fast weg. Ich glaube, wir müssen einfach nur die Zeit abwarten, dann verschwindet diese Krankheit. Ist es nicht tödlich? So, jetzt habe ich die Gegenstände nicht verkauft, ne? Und wir haben die Nahrung nicht mitgenommen. Egal. Sputet euch. Was passiert, wenn wir besser steuern können als du? Ein Kartenspiel ausnehmen? Kacken wir die mal an, ich will mal wissen, was passiert. Der Tovar lacht herzlich über Chosens Beleidigung und meint dann, selbst mit all der Beladung sind wir noch immer schneller als ihr. Er reibt sich das Kinn mit einem leichten Grinsen. Aber ein Sohn des Bodiers ist kein Angeber. Lasst uns um ein paar Karten wetten, um die Geschichte interessanter zu machen. Dann schauen wir, wer zuerst zu Bodon geht. Oder in Borons Hallen eingeht. Mir ist es gleich. Haha, Bootsrennen. Aber da würde ich natürlich Odin schicken. Jetzt können wir mal richtig viel Geld gewinnen oder verlieren. Odin lenkt das Boot. Sehr schön, sie haben Odin auch genommen. Geschickt durch die Strömung des großen Podiers und schließt schnell zum Boot der Torvala auf. Derjenige, der euch zuvor angerempelt hat, schimpft über seine Mannschaft, als ihr die Führung übernehmt und ohne großen Aufwand elegant im Bodon landet. Die Torvala verfluchen ihr Glück und einer von ihnen wirft euch eine Börse voll Dukaten zu, die vor Odins Füßen landet. Beeindruckt von der Präzision des Wurfes, hebt Odin die Börse auf und beobachtet, wie die Torvala weiterfahren, ohne im Bodon an Land zu gehen. Puh. Da muss ich sagen, das hat sich gelohnt. Haben wir, wie viel haben wir jetzt bekommen? Das Doppelte. Geil. Abgefahren. Abgefahren. Geil. Nur weil das eben da so blöd schief gegangen ist. Und wir sind in Bodon. Wo auch immer das ist jetzt. Verdammt. Naja, egal. Dafür haben wir eine Menge Geld gemacht. Wir sollten mal quicksafen. Hat das doch was Gutes gehabt. Und schauen uns mal hier ein wenig um. Erstmal die Stadt erkunden. Hallo? So. Da haben wir jemanden. Hermalia Ugda dort hier. Okay, das war direkt rechts daneben das gewesen. Ja, dann gucken wir uns das auch an in der nächsten Folge oder in dieser noch. Das war ja das gewesen, wo wir eine Quest haben, die neu ist. Ansonsten scheint es hier auch nichts zu geben. Wir können da unten nochmal reinschauen, ob es da noch was gibt.
Gräber hier? Nee, es sind Palisaden, alles klar. Also bei ein paar Städten habe ich hier ziemlich Einbrüche. Ansonsten scheinen wir hier auch nichts machen zu können. Okay. Rein für die Nebenquest. Und zwar hier. Also wenn es jetzt um Kampf und so geht, da sind wir einfach viel zu sehr geschwächt auch für. Was natürlich zum Problem führen würde. Aber wir schauen uns das an. Nachdem ihr an die Tür geklopft habt, öffnet euch ein Hühne mit grobschlächtigem Gesicht und gekleidet in Leder. Seine Erscheinung ist völlig anders als jeder Torwaller, den ihr bisher gesehen habt. Stolz seine Zähne zeigen, schenkt euch der Hühne ein breites Lächeln und schaut jeden einzelnen von euch an. Nach einiger Zeit, die euch wie eine Ewigkeit vorkommt, sagt er, wir brauchen keine Grünschnäbel, sondern Leute, die schon einige Gefahren getrotzt haben. Denn unser Problem ist wirklich gefährlich. Und was nützt es uns, wenn ihr bei der ersten Gelegenheit den Löffel abgebt? Wir suchen also nur erfahrene Abenteurer. Daraufhin schließt der Hühne wieder die Tür. Also diese ganzen neuen Quests können wir noch nicht machen. Gut zu wissen. Also auch später wiederkommen. So, jetzt sind wir hier in Bodon. Wir müssen wieder zurück nach Villenheim. Direkt weiterreisen. Geschäfte haben zu. Wir könnten gerade noch mal ein bisschen absahnen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlicht. Wo ist die nächste Kneipe? Da hinten sind welche. Ein Taschendiebstahl. Geld anhäufen. Ich freue mich schon, wenn ich stinkreich werde. Hoffentlich geht das noch in dem Spiel. Taschendiebstahl. Dankeschön. Ach, ich liebe dich, Chojin. Ohne dich wären wir bettelarm. Bettelarm. Also ein Dieb ist echt wichtig. Frag mich, was passiert, wenn wir erwischt werden. So, es gibt noch eine dritte Kneipe. Ups, da sind wir dran schon vorbei. Gehen wir natürlich auch noch rein. Schön. 3 Dukaten gemacht. Feines Ding. Damit haben wir schon eine Übernachtung wieder mit drin, die uns schon wieder etwas regenerieren tut. Herberge, Glockenspiel. Hey, wir können aufs Zimmer gehen? Das ist immer noch erhalten, das dürfte eigentlich nicht sein. Das ist ein Bug. Soll uns aber recht sein. Heilkunde Wunden. Sehr gut. So, da die nicht regenerieren können, geben wir das denen. Und wir schlafen 8 Stunden. Wie sieht es mit eurer Nahrung aus? Ich habe ein bisschen Hunger, ne? Sieht aber sonst eigentlich in Ordnung aus. Das ist Kräuter. Könnten wir mal reingehen. Was kosten denn deine Kräuter? Zum Beispiel so eine Einbeere. 9 Silber, das ist okay. Also ein Dukat. 9 Dukaten, das ist nicht okay. Was ist das denn? 14 Dukaten? Dann nehme ich doch eher so einen Trank. Anstatt, dass ich hier mir ein Würstelkraut nehme. Das tut definitiv immer 10 steigern. 2 Würselkräuter wären schon 18 Dukaten. Ja, die Gifte und die Alchemie,
Da müssen wir uns mal ein bisschen schlau mitmachen. Habe ich so in den alten Teilen eigentlich nie richtig verwenden müssen oder gebraucht. Sag mal, hast du auch Rezept? Ne, Rezept hast du nicht. Okay. Tschüss, Kowski. So, Dille. Gemischtwarenhändler. Ture. Hallo, lieber Ture. Wir bräuchten... Ja, Kristallkugel wäre auch gut für Kristallzauber, um die Hellsichtmagie zu erhöhen um 2 Punkte später, ne? Bei Odem Arcanum brauchen wir oft... was kostet denn bei dir überhaupt der Teller? 8 Dukaten, der ist teuer. Ich könnte aber... Das hilft schon bei der Regeneration. Aber wenn ich dann wirklich auf Kobold treffe, bin ich stinksauer, weil ich es nicht tue. Wären 50 Dukaten. Wenn ich dann kein Geld habe, ist blöd. Darum tun wir es nicht. Wo ist deine Nahrung? Da ist deine Nahrung. 4 Silber. Du bist teurer als der andere. Wir haben das für 3 bekommen bei jemandem hier. Hier gab es 2. Ah ja. Auf der anderen Seite. Jupp. Ja, die Folge war definitiv Glück im Unglück. Wäre das nicht passiert, hätten wir 38 Dukaten nicht gewonnen. Oder wie viel auch immer das war, irgendwie so im Dreh. Ja, der hat 3 Silber. Da sparen wir 6 Silbertaler. Das lohnt sich doch. Ach, wer, sie hatte 2 noch. Nehmen wir auch nur 4 mit. Und vielleicht nochmal Glück mit dem Handeln. Ah, 5%, immerhin, ne? 1, 2. Na komm. 3 und 4. Und du gibst 1 ab an Rondra. Das sollte jetzt jeder wieder genügend haben. Und wir verkaufen einmal die, einmal die, einmal die. Die sind nochmal 3 Dukaten. Schade, hat nicht geklappt. Wir müssen überreden erhöhen. Und sind jetzt bei einem Kontostand von 79 Dukaten und 9 Silbertalern. Das ist ein cooles Ding. Und hat sich doch nochmal gelohnt. Wir hatten ein paar nette Ereignisse gehabt, haben etwas erfahren über die neue Quest, die es gibt, dass wir da noch nicht stark genug für sind, weil wir sind ja immer noch Stufe 1, jeder von uns. Und müssen wir mal schauen. Also wenn man die ganzen Zusatzquests und so weiter nicht beendet und die ganzen DLCs und dergleichen, sollte man, glaube ich, Stufe 5 oder 6 erreichen. Das ist auch ein bisschen schwieriger als in Teil 1 gemacht. Und jetzt durch meine Mod könnte es noch mal schwieriger sein, dass man da noch weniger kriegt und das noch länger alles dauert. Müssen wir mal schauen. Ja, dann sage ich mal, bis demnächst, euer Chojin.